Dagegen hat aus meiner Sicht die Glaubensgemeinschaft etwas viel Schädlicheres getan, als das, was in einer gegenseitig einvernehmlichen Beziehung passiert. Nämlich diese Glaubensgemeinschaft hat mir mein eigenes Lebenslied geraubt, den Zugang zum eigenen Herzen versperrt und verbarrikadiert mit ihrer ultra rigiden und strengen Moral. Aus meiner heutigen Sicht ist das, was ich in DCG und BCC erlebt habe, von der Kanzel, durch die geistlichen Schriften der Glaubensgemeinschaft eine extrem übergriffige Form der Geistlichkeit.